Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Die schwarze Filmdose. Und dieses Mal haben wir uns gedacht, das letzte Mal haben wir ja schon so einen alten Film aus unserer Kindheit bzw. Jugend besprochen. Und dieses Mal machen wir das auch, weil wir noch so ein paar Sachen haben, die wir einfach abarbeiten müssen, die wir schon immer mal machen wollten. Und weil wir in letzter Zeit nicht im Kino waren und nichts Aktuelles besprechen können, machen wir einfach den alten Scheiß mal. Und zwar geht es heute um Stand By Me aus dem Jahre 1986. Manchmal würde ich dir einfach nur in deine miese Fresse ficken. Ist das ein Zitat aus dem Film? Ja. Oh, gut, 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 da freue ich mich schon drauf. Ja, Torben, da danke ich dir aber für diesen wunderschönen Einstieg, der uns doch mindestens mal wieder die Hälfte aller Gucker gekostet hat. Und jetzt doch normalerweise so ein familienfreundliches und kinderadäquates Programm hier abliefern. Genau. Ein ähnliches kinderadäquates und familienfreundliches Programm liefert ab der folgende Film. Und zwar Stand By Me mit dem wunderschönen deutschen Untertitel Das Geheimnis eines Sommers im englischen Original Stand By Me. Klingt ein bisschen wie so ein Schwulendrama. So sieht's aus. Das ist von 1986, hat eine FSK 6 Freigabe. Was? Und geht fucking, und das hätte ich echt nicht gedacht, weil der Film mir ewig vorkommt immer, weil es so epochal wird, ja. Aber der ist nur 89 Minuten lang. Krass, gibt's bestimmt auch eine längere Version von, wo sie dann noch eine zweite Leiche finden. Ach, da kommen wir gleich noch zu. Regie geführt hat Rob Reiner. Das ist auch so ein Typ, über den sie sich mal so lustig machen, ne? Oder irgendwie so. Rob Reiner unter anderem, ja. Ja, ja, ja. Hat er da nicht auch mitgespielt? Spielen tun Will Wheaton, River Phoenix, Corey Feldman und Jerry O'Connell. Alle heute noch mehr oder minder bekannt. Manche davon doch schon tot. Aber da kommen wir später zu. Worum geht es denn in diesem wunderbaren Film? Also, dieser wunderbare Film basiert auf der Kurzgeschichte von Stephen King. The Body, wenn ich mich nicht irre. Richtig. Zu Deutsch Die Leiche. Es geht darum, da müssen wir jetzt mal ganz an Anfang springen, dass ein erwachsener Mann, ein Schriftsteller, ihr wundert euch jetzt sicherlich, dass in einer Stephen King Geschichte mal ein Schriftsteller vorkommt. Ja, wenn man zurückgeht, da kommt glaube ich immer ein Schriftsteller vor. Ja, ja, das stimmt. Das Spiel von Richard Dreyfuss übrigens, das ist der eine Meeresbiologe aus der Weiße Hai. Genau. Liest die Zeitung, liest, dass jemand gestorben ist, setzt sich hin und fängt an, ein neues Buch zu schreiben, und zwar über seine Kindheit, über ihn und ein paar Freunde von ihm, wie sie damals auf der Suche nach einer Leiche waren. Genau, und zwar 1959, da wo das Ganze spielt. Übrigens ist es 53? Nee, hier steht 59. Ja, aber ist doch vollkommen egal, wann das spielt. Also auf jeden Fall stammt das aus der Kurzgeschichtensammlung von Stephen King. Frühling, Sommer, Herbst und Tod. Und soll teilweise so ein bisschen autobiografisch auch sein, ja, was seine Kindheit angeht. Hab mal ein langes Interview mit ihm gesehen, da hat er die Originalgeschichten zu den Szenen erzählt. Und ja, das kam schon heran. Wobei man bei Stephen King auch nicht weiß, ist das wirklich wahr oder erzählt der Scheiße. Gut, der Hauptcharakter, aus dessen Sicht das meiste gezeigt wird, ist tatsächlich in diesem Film Will Wheaton, man will es nicht glauben, ne? Der Typ aus Big Bang Theory. Aus anderen Formaten kenne ich ihn nicht. Dazu wollte ich noch mal eben sagen, dass sein Charakter Geordi LaChance heißt, was ein bisschen klingt wie Geordi LaForge. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht ist das auch nur ein Zufall. Naja, war Star Trek danach, ne? Danach, ja. Dann hat er sich seine Karriere, glaube ich, ein bisschen zerschossen. Ja, keiner mochte Fenrich Arschloch. Nee? Nein, also, der mochte keiner. Fenrich Crusher. Egal, Also auf jeden Fall wird das so mehr oder weniger aus seiner Sicht. Achso, du wolltest doch erzählen, warum es in diesem Film ist. Ja, richtig. Spielt in Castle Rock, diesmal übrigens Oregon und nicht Maine. Warum auch immer, aber es spielt ja immer in Castle Rock. Das ist so eine fiktive Stadt, die Stephen King immer benutzt, weil er es geil findet. Yeah. Es geht dann darum, dass er halt diese Erzählung macht, wie er ein kleiner Junge ist. Und er baut diese typischen Elemente ein, die in Stephen King Film auch mal da sind. Und das macht er einfach wunderbar, und das finde ich auch in den Filmen immer wunderbar. Es spielt so um die 50er, 60er Jahre. Ja, ja. Jungs, die miteinander reden, als wären sie 40. dann immer böse, also etwas ältere Jugendliche, die skrupellos sind, die müssen auch mal mitspielen. Und natürlich ist dann sein Bruder gestorben oder sowas, weswegen seine Eltern immer so ein bisschen merkwürdig sind und ihn so ein bisschen... Darum geht's auch halt. Sommer davor ist sein Bruder gestorben. Übrigens gespielt von... John Cusack.
Stimmt, ja, das war der Film. Und John Hughes ist ja der große Bruder, ist ja richtig. Und hat sie sogar eine seiner ersten Rollen, kann das sein? 86? Er sieht das richtig jung aus. Auf jeden Fall stellen die das sehr schön dar. Das war sein großer Bruder, da war so das Idol der Familie, der war Sportler, der war erfolgreich, der hatte Frauen, der hatte auf jeden Fall ist er tot und seine Eltern kümmern sich halt nicht mehr um ihn selbst, das ist in dem Scheiß egal. Und dann kriegen die irgendwie mit von so ein paar anderen Jugendlichen. Ja, da ist doch einer in den Wald gegangen, der ist doch verschollen, der wollte doch Pilze sammeln oder Himbeeren oder Brombeeren oder Kürbisse. Ich weiß es nicht mehr, zumindest geht das Gerücht um, dass er von einem Zug erfasst wurde. Ja, weil er eine Bahnschiene ist. Und dann sagen die, wisst ihr was, wir tun uns zusammen, sagen, ich penne bei dir, erzählen unseren Eltern irgendeinen Scheiß, gehen zu diesem Bahnschiene und gucken, ob das wirklich wahr ist, ob der wirklich tot ist. Das schaffen wir auch in diesen 2 Tagen einmal hin und wieder zurück. Und dann geht das die ganze Zeit über diese Wanderung, wie sie durch den Wald marschieren, kleine Abenteuerchen erleben, sich Geschichten erzählen, wieder mal tun, als wären sie 40. Ja, allerdings. So Sachen, die River Phoenix loslässt, so, ne? Also ja. Der redet echt, als hätte er schon zweimal promoviert und so. Ich weiß auch nicht, das ist merkwürdig. Das ist der einzige Punkt an der Geschichte, die das Zuschauen manchmal etwas schwierig macht, diese Gespräche. Die sind zwar interessant, die sind zwar cool, aber es sind Kinder und damit ist das einfach irritiert. Ja gut, es sind natürlich schon ein paar Szenen reingeschnitten, wie von wegen, ja hier, was der Lone Ranger letztes Mal wieder gemacht hat, ist ja voll cool, yeah. Und wir spielen gerne mit Autos und so Kram, ja. Aber tatsächlich sind da auch teilweise Gespräche, wo dann, ja, Jungs wie Erwachsene schon fast reden oder sich benehmen oder solche Ansichten haben, auch moralisch und so. Und das ist so, beißt sich manchmal so ein bisschen, aber trägt sehr zur Atmosphäre bei, finde ich. Also, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber das ist bei Stephen King ja ganz oft so. Atmosphärisch ist der Film klasse. Na, zumindest erleben die dann ihre kleinen Abenteuerchen. Am Schluss finden die dann die Leiche. Und dann kommen diese bösen Jugendlichen, die was machen. Das muss man ganz kurz sagen, bei kleinen Abenteuern muss man auch noch erwähnen, ich will jetzt nicht spoilern, aber einen der kleinen Jungs wird tatsächlich noch an den Eiern gesaugt. Ja. Die Sau. Ist tatsächlich so. Ob sie den über den dann gekriegt haben? Naja, ich weiß nicht so ganz genau. Ich glaube, war ein Schwarzer. Falls ihr den Film kennt, wisst ihr. War ein Scherz. So, okay. Das heißt Neger. So! Entschuldigung. Das habe ich schon lange nicht mehr gesagt. In den 60er, 90er, 50er. Da hieß das noch nicht. Da hieß das aber sowas von. Aber mit Doppel-G. Ja, aber mit ganz scharfen Doppel-G. Da konnte ich ja nichts für, weil das ich. So, machen wir das jetzt. Ja, da kommen die Jugendlichen mit ihrem Auto angefahren und sagen sich, ey, ihr kleinen Scheißer, warum die so böse zu denen sind, habe ich auch nie kapiert. Weil haben die schlechte also, der Oberbösewicht ist ein blonder Junge und da fällt mir immer wieder nochmal von. Aber mit ihrem Mann dieser Spruch ein. Sie sind ein erwachsener Mann! Erwachsene Männer sind nicht blond! Naja, auf jeden Fall wird dann von River, nicht von River Phoenix Mal, sondern von Kiefer Sutherland gespielt. Der das auch hervorragend macht. Und er heißt natürlich nicht irgendwie. Nein. Er ist ja der König der Gruppe. Deswegen heißt er King! Ja, richtig, genau. Yeah. Na, zumindest eine Stufe von Gott. Tun die dann auch so, als wären die von den Chefs der Mafia. Also von der Mafia. Die Bosse nochmal, ja. Tun sie. Sagen dann aber, wir wollen berühmt werden, deswegen nehmen wir jetzt die Leiche mit. Das ist auch immer interessiert. Naja, scheißegal. Zumindest wehren die sich dann gegen die und nehmen den Jungen auch nicht mit, sondern gehen zurück in die Stadt und tun so, als wären sie jetzt weiser geworden und erwachsener. Das ist aber jetzt schon am Ende. Das ist ja. Dir schon klar, oder? Das ist mir auch wurscht. Willst du diese kleinen Geschichten zwischendurch erzählen? Die sind übrigens ziemlich geil. Also wenn ihr noch nicht gesehen habt, zieht ihn euch rein. Die Sachen sind ganz cool. Die laufen ja immer diesen Bahnschienen entlang, um dann irgendwann zu dieser Unfallstelle zu gelangen. Und kommen da an so eine Eisenbahnbrücke. Und die gucken nach links, gucken nach rechts. Ist natürlich kein Zug. Aber wenn ein Zug kommen würde und die wären auf der Brücke, wäre das schlecht. Weil man kann nicht links und rechts. Oder da ist Fluss, ne? 100 Meter oder so, keine Ahnung. Ganz blöd. Ja, und dann laufen die. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was dann passiert. Es sind natürlich auch so ein paar Action-Szenen drin, ne? Aber es ist kein Action-Film. Es ist tatsächlich ein Jugenddrama. Ein typischer, wie man so schön sagt, Coming-of-Age-Film. Und diese Chemie zwischen den Jungs ist auch sehr toll. Irgendwie. Naja, gut, es gibt den kleinen Dicken, ne? Das ist Jerry O'Connell. Ja, Jerry O'Connell, den würde man im Leben nicht mehr wiedererkennen. Das ist ja so geil. Also, das ist ja der Power Slider oder wie? Der Gangster Slider. Der Gangster Slider, genau. Ja. Also von, wie heißt die Serie noch? Sliders? Aus den 90ern oder keine Ahnung, 2000ern. Ich weiß nicht mehr so ganz genau, wann das lief, aber der Typ ist. Und natürlich von Tomcats. Und natürlich von Tomcats. Und natürlich von Piranha 3D. Ja! Ja! Und. Irgendwo anders noch. Ich glaube, bei Scream hat er auch mitgespielt. Ja, Scream 2 war es sogar. Er hat viele Rollen gemacht. Alles nichts Besonderes. Aber wenn der mitmacht. Aber da ist ein kleiner dicker Junge. Macht's immer Spaß, genau. Und ja. Dann machte ja dieser andere hier, Corey Feldman,
der zum Beispiel, ich habe mal viel über Corey Feldman gelesen, weil mich das gewundert hat. Der hat ja auch in vielen anderen Filmen mitgespielt, die Goonies zum Beispiel. Und war einer der begnadetsten Jugendschauspieler zu der Zeit. Ja. Und dann kam wirklich leider so ein Knackpunkt, dass er anfing mit Alk und mit Drogis. Ja. Und kam da leider nicht mehr von runter und sagte dann Knast. Im Knast und machte dann so Sachen wie Vanilla Ice Cream, da wollte ihn kein Mensch mehr sehen. Aber das ist auch einer, der hätte eine glänzende Karriere vor sich. Das letzte war so in Lost Boys, wo übrigens auch der Bösewicht, so ein blonder Typ namens Kiefer Sutherland war. Merkwürdig, aber egal. Dann haben wir da natürlich noch Ja, jetzt, ne? Will Wheaton hatten wir schon, verwusste River Phoenix. Du hast recht, Corey Feldman. Ach ja, natürlich, River Phoenix, der auch eine tolle Karriere vor sich gehabt hätte, unter Garantie. Ja, aber der große Bruder... Wie alt wäre der jetzt eigentlich? So alt wie ich ungefähr, ne? Ein bisschen Joaquin Phoenix. Der wäre jetzt, aber weiß ich nicht. Muss ich mal eben gucken. Haben wir auch schon so lange die Leute. Sehr oft drüber gesprochen, starb im Alter von... der war nicht alt... In den Armen seines Bruders vor dem Club, der Johnny Depp gehörte, an einem, ach wie heißt es, Super Bowl oder sowas. Ja, also der ist auf jeden Fall 1970 geboren. 70? Und, ja, und 93 gestorben. Und wie gesagt, der große Bruder von Joaquin Phoenix, der ja heute auch immer noch sehr bekannt ist und auch ein sehr guter Schauspieler. Ich habe letztens Her gesehen, ist gar nicht mal Bruder, schlecht. Ja, du hast alles gesehen, weil du... Nein, pass auf. Das ist der jüngere Bruder von den beiden. Ja, also Joaquin Phoenix ist 74 geboren, also war doch sein großer Bruder. Arschloch. Was? Der war der jüngere Bruder? Ja, nun, er ist ja auch gealtert und sein großer Bruder konnte ja nicht mehr altern, weil der ist ja tot. Ich wollte gerade sagen, das war vielleicht so ein Verwirrspielchen. So. Das ist irritierend. Ich erinnere mich noch an eine wunderschöne Diskussion an zwei Brüder oder sind sie Vater und Sohn und so. Weißt du noch? Ja. Guck dir einen Folgen, dann wisst ihr was. Hey, aber diesmal hatte ich recht. So. Ja, ich wollte gerade sagen. Cool. Sonst das andere war aber auch ganz schön. Ja, ist das los? Okay. Gut. Ja, was willst du denn noch über River Phoenix sagen? Also River hieß er übrigens, weil seine Eltern Hippies waren und naja, dann hieß man eben so. Da konnte man froh sein, wenn man nicht Hope Rainbow heißt. Tut. Die Eltern müssen echt komisch gewesen sein, wenn die zwei solche komischen Kinder hat. Das waren auch Künstler. Vielleicht wie, ja, das ist ja genau wie bei den Macaulay Culkin, bei den McCulkins. Ja. Die sind ja alle, seine Tante ist eine bekannte Schauspielerin. Ist das nicht sogar die hier von Stirb langsam? Holly? Ich weiß nicht, wer du bist. Ist ja egal. Zumindest, aber was ich auch nicht verstehe ist, gut, dass Macaulay Culkin jetzt keine Filme mehr macht, ist okay, aber sein jüngerer Bruder zum Beispiel, der ist ja begnadet, der ist super. Wenn der eine Rolle spielt, das nehme ich dem voll ab. Tatsächlich? Der ist super. Können wir jetzt mal... Ja, entschuldige, bitte, was ist denn... Das Ende finde ich schön, aus dem Grunde, weil er fing dieses Buch nämlich an zu schreiben. Die haben so ein bisschen Gespräch, weil, das ist noch wichtig zu erwähnen, Joaquin Phoenix, wie heißt der überhaupt in dem Film? Ist wurscht. Der ist in der Schule so ein Störenfried, würde meine... Chris Chambers. Also so ein bisschen der Bully, so. Seine älteren Brüder sind eigentlich eher die Bösen, aber er wird da auch mal mit reingezogen. Genau, er ist nämlich eigentlich genau. Noch recht intelligent. Könnte so einiges werden, aber ist so White Trash. Und als White Trash ist er abgestempelt. Die Hauptperson ist gut in der Schule und dann sagt er ihm irgendwann, ja, ich werde eh nur irgendwie so ein Autoschrauber werden. Womit er wahrscheinlich meint, dass alle Autoschrauber total Idioten sind, ja, was ich übrigens auch vertrete. ja, nur das eine oder andere. Egal, besten Kumpels, egal. Ja. Auch Autoschrauber, egal. Alles gesagt. So, zumindest fängt er an zu heulen. Und dann kann dann sagen, ja, du kannst alles machen, was du willst, Mann. Und dann später, wenn er dann wieder an seinem Tisch sitzt und die, also der ältere Mann, der den Jüngeren spielt, ihr wisst schon, was ich meine, tippt er die Geschichte zu Ende mit den Worten, so, ja, er biss sich durch, besuchte mit mir die Sommerkurse und wurde dann Anwalt. Ganz klar, das ist der schlechteste des ganzen Landes. Schlimmster Verbrecher eigentlich. Dann Anwalt wird, ist ganz klar. Das ist schlimm. Und dann beendet er die Geschichte mit, ja, ich habe ihn jetzt 20 Jahre nicht mehr gesehen, aber vor einer Woche ging er in ein Geschäft, wollte den Streit schlichten, bekam ein Messer durch den Hals und starb auf der Stelle. Und das ist so der Knackpunkt der Geschichte, wo man dann davor sitzt und denkt, genau. Und deswegen fängt er jetzt nämlich an, das aufzuschreiben. Und der größte Knackpunkt der Geschichte, nee, pass auf, kommen wir gleich zu, witzigerweise wird dann auch so erzählt, was die anderen noch so gemacht haben. Und zumindest auf drei der Jungs trifft das auch in Wirklichkeit auf die Schauspieler zu. Weil Joaquin Phoenix ist gestorben, auch relativ jung. Ne? Corey Feldman ist dann an Drogen gekommen und im Knast gelandet. Ne? Und Will Wheaton ist Autor geworden.
weil er keine Rollen mehr gekriegt hat, außer bei Big Bang Theory. Ja. Na ja. Tatsächlich. Gut, was er über Jerry O'Connell gesagt hat, wusste ich gar nicht mehr. Ich glaube, er ist einfach ein gemischtwaren Laden und hat geheiratet oder so. Irgendwie sowas, ja. Ja, Jerry, da musst du nochmal ran. Ne? Ja, heiraten und gemischtwaren Laden kaufen. Das Schöne, ganz am Ende, ist, dass er die ganze Zeit dieses ganze Ding aufschreibt quasi. Ne? Und man sieht nie, wie er den Text abspeichert. Und früher waren die Computer auch nicht unbedingt so, dass immer automatisch Minderung gespeichert worden ist. Das ist noch so ein Grünmonitor gewesen, weißt du, wo er einfach irgendwelche Sachen getippt hat. Und am Ende macht er den Computer aus. Und es ist nicht nur der Monitor, den er ausmacht. Er macht den Computer aus. Ist mir nie aufgefallen. Ja. Es ist nur, er hat es nur für sich aufgeschrieben. Nicht für die Nachwelt oder irgendeinen Scheiß. Interessant. Ja. Dann kriegt auch, weil während er das zu Ende schreibt, den letzten Satz, taucht sein Sohn nämlich auch selber auf mit dem Kumpel und sagt, Daddy, wir wollten schon vor der Stunde los. Oh, ich komme gleich. Und dann kommt dieses, Mann, was ist denn mit dem los? Ja, mein Daddy hat eine kleine Macke. Hat er immer, wenn er schreibt. Und dann fängt er halt so an zu lachen und dann kommt dieser schöne Satz, ich war nie wieder so glücklich wie damals als Kind. Aber mein Gott, wer ist das schon? Oder irgendwie sowas. Ne? Ja, ja. Und dann kommt dieses schöne Lied Stand By Me. Von der Musik her ist der Film sowieso super. Ja, und der Titel ist auch von dem Stück inspiriert. Ja, ist das nicht von dem Neger, das Lied? Und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Also, dein Fazit. Ah ja, richtig, genau. Also ich muss sagen, der Film, der hat mich wirklich, als ich ihn das erste Mal geguckt habe, sehr beeindruckt. Im Alter, sag ich mal, nimmt er so ein bisschen am Impact ab. So, da sieht man auch so ein bisschen die kleinen Schwächen. Und die hat er auch durchaus. Also was wir ja schon gesagt haben, dass die so ein bisschen Dialoge führen, die nicht so ganz passend sind für die Kinder in dem Alter. Und was ja auch doch durchaus sehr pathetisch ist und so einen typischen Stephen King-Aufbau auch so ein bisschen hat. Mit dem Bösewicht, der einfach nur böse ist, so nicht wirklich Motivation dazu hat, komischerweise. Ich weiß es auch nicht. Also auf jeden Fall ist aber trotzdem einer der Coming-of-Age-Filme. Ja, kleine Jungs werden erwachsen, leben ein Abenteuer und es ist spannend und es ist ergreifend. Und deswegen gebe ich diesen Film 8,5 von 10 Punkten. 8,5. Ja, das ist Porno. Kurz noch meine eigene Sache. Ihr habt vielleicht schon mitgekriegt, na, wahrscheinlich habt ihr das hinbekommen. Mein Facebook-Account haben sie gekillt. Ich habe einen neuen, den könnt ihr jetzt adden. Das steht hier unten in dem Video. Das werdet ihr sehen, mein neuen Fuck-Account. In der Videobeschreibung und ist der neue Link drin. Und ich finde, jetzt wo du es sagst, hast du wirklich recht. Als mein Jünger war, den gesehen hat, war der gut. Der hat beeindruckt, beeinflusst. Das war ein tolles Stück Film, ist er aber auch heute noch. Mit toller Musik, tollen Schauspielern, begabten, perversen, jungen, kleinen Arschgesichtern. Und war wirklich cool. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Deswegen gebe ich den Film einen Stephen King, der über die Straße läuft, angefahren wird, im Krankenhaus liegt, das Bein gebrochen hat, rauskommt, dem Besitzer das Auto abkauft, einen Baseballschläger nimmt und das Auto zertrümmert. Auf? Auf Teddy LeChance. Good. Stand by me. Tschüss. Kann ich aufhören zu grinsen?